damit ist die SV 13 in den Bass und das zurück an den Annika Kiersamer und das an die Hammer. Ja, die haben es auch schon gewechselt, auch nichts gebracht. Ich möchte mich vor allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber auch der Profivereine für ihr Engagement bedanken. Rund 1 Million Ehrenamtliche sorgen ohne Bezahlung, vor allem im Kinder- und Jugendbereich dafür.
Thank you.